Ja, willkommen am Pineview Drive, willkommen bei Abonnation und ganz besonders willkommen natürlich meine Abonnenten. So, wir sind immer noch hier und wir reloaden jetzt mal und gucken mal, ob wir mit mehr Licht auch tatsächlich... Oh, das könnte auch schief gehen. Mehr sehen. Eine Fledermaus. Ja, gehört ja zum Friedhof dazu. Also dort sind keine Gräber mehr. So wie ich die Sache sehe, das heißt, irgendwo hier müsste dann eigentlich das Grab der Linda sein. Und ich würde wirklich vermuten, ach, dahinter sind auch noch welche. Ja gut, da kann man dann auch nochmal nachgucken. Aber da steht auch nichts drauf. Naja, zumindest nichts Erkennbares. Ich würde mal vermuten, dass da bei Linda auch irgendwie was drauf steht. Aber das ist ein zerbrochenes Grab. Es sieht nicht so aus. Ja, natürlich. Friedhof und Gewitter. Das ist doch etwas, was richtig Spaß macht. So. Wo könnten wir denn das Grab haben? Aber auch hier ist nichts. Also, ich sehe da jetzt zumindest nichts, was da dran steht. Da ist auch noch was. Ja, da waren wir ja eben schon, genau. Vielleicht kriegen wir sie jetzt irgendwie mit. Schleicht da schon wieder einer? Ich höre es nicht genau, aber schleicht da schon wieder einer hinter mir rum? Das ist immer noch das Thema mit der Musik, die mich da tatsächlich extrem stört. Weil ich einfach nichts mehr höre vom Spiel. Wo ist denn Lindas Ruhestätte? Jetzt geht mir die Batterie schon wieder aus. Weil ich auf der anderen Seite keine Gräber mehr gesehen habe, denke ich mal, sie wird doch irgendwo hier in dieser Reihe stehen. Ich weiß es allerdings nicht. Und mich würde es dann nicht wundern, wenn die gute Linda dann aus dem Grab steigt. So. Ja, jetzt habe ich viele Gräber gefunden, aber kein Grab, wo irgendwie Linda Schlag mich tot draufsteht. Ich weiß gar nicht, haben die mal irgendwann gesagt, wie die mit Nachnamen heißt oder wie er mit Nachnamen heißt? Weiß ich jetzt gar nicht. So, ja, was mache ich jetzt? Schwierig. Na, lass das. Gib mir doch nochmal einen Hinweis. Nee, da ist nichts mehr. Da ist das Ende. Nochmal ein Blitz bitte. Dann sehe ich mehr. Hier ist auch nichts mehr. Also es muss unten eines von diesen Gräbern sein, so wie es ausschaut. Denke ich einfach mal, weil hier kommt auch nichts mehr. Mach nochmal ein bisschen Blitz, dass ich mehr sehe. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass es doch eines von diesen Gräbern ist. Und da ist wieder die Mitte, okay. Oder dass es doch irgendwie dahinter in den Büschen doch irgendwie ist. Ja. Mein Lieber. Welches Grab soll das von Linda sein? Das muss doch irgendwo... Ja, hier ist aber auch nichts zu erkennen. Das macht es nicht einfacher, wenn da nichts draufsteht. Nee? Ach so. Na, lass das. So, da auch nicht. Ja, und da hinten waren wir aber auch schon. Das war auch nicht. Und hier auch nicht. Ja, Lindas Ruhestätte finden. So viele Gräber und irgendwie nichts zu sehen. Na, mach Licht an. Auch hier. Also ich würde ja meinen, dass da irgendwie auf dem Grabstein irgendetwas ist. Das hier. Das ist immer noch so mein Favorit. Wo ich aber auch nichts sehe.
Na, lass das. So. Und hier geht's ja auch nirgendwo. Ach so, da kommt man doch rein. Na denn. Dann wird das wohl auch hier drinnen liegen. Hier drinnen sein. Streichhölzer ist immer gut. Na, hast du zugemacht? So. Setzen Sie das Foto in den Rahmen ein. Bitteschön. Okay. Hier ist jetzt irgendwo... Aha. Irgendetwas passiert. Geheimgänge in Mausoleen. Ja, kennt man ja. Dass man da mal irgendwie so runterkommt. Okay, Tag 30. Ich finde das jetzt aber tatsächlich interessant, dass man mir gesagt hat, Tag 29, du brauchst unbedingt ganz, ganz, ganz viel Leben, sonst kommst du da nicht durch. So habe ich das jetzt von verschiedenen Seiten gehört. Okay. Dementsprechende Erwartung habe ich jetzt gehabt. Dann will ich mal hoffen, dass sie sich alle vertan haben und dass das etwas mit Tag 30 zu tun hat, wo ich jetzt natürlich überhaupt... Gott, ich sehe ja weniger als im Haus. Nee, mach an. Okay, aber so ein Geheimgang bedeutet meistens wirklich Ärger. Richtig Ärger. Und das gefällt mir nicht. Die Musik ist weg, das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Kann ich das auch wieder etwas lauter machen? Und ich höre vor allen Dingen auch wieder was. Wieso räumt denn hier einer um? Ich sehe gar nichts. Ich sehe wirklich null. Also so 2 Meter oder was. Aber da ist dann auch Ente. Das ist ein langer Gang. Ich lach mich tot, der führt wieder zum Haus. Wäre ja auch möglich. Ich höre jetzt links von mir irgendetwas. Ja, das hört sich an, als wenn da irgendwas tropft. Und da war auch eine Wasserleitung. Eventuell eine Höhle, wo es runter tropft. So hört sich das, da ist nichts mehr. Wir folgen mal den Tropfen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Aha. Ein Ventilator. Okay, verstehe. Glaube ich. Wo kommen die Tropfen her? Jetzt habe ich es ja wieder auf dem linken Ohr. Okay, dann gehen wir einfach mal dorthin, wo wir noch nicht gewesen sind. Dort geht es nicht weiter. Wir gehen also hier einfach mal weiter. So, guck mal hier, mein Kleiner. Mach mal wieder an. Ja, dies ist natürlich eine völlig andere Welt. Aber, ja, ich weiß. Gehst wieder hinter mir her. So, da hier sind auch Stützbalken drin. Okay. Es ist also tatsächlich kein Gang in dem Sinne gewesen. Also ich hatte tatsächlich die Vermutung gehabt, dass Linda einen Geheimgang gefunden hätte. Und dass sie dort irgendwie, ich meine, ich hätte das sogar im Video erwähnt, dass sie dort dann irgendwie verschüttet worden wäre, weil das ganze Ding zusammengestürzt ist. So, das war ja so meine Vermutung. Geheimgang stimmt schon mal, nur dass dieser Geheimgang in dem Sinne wohl kein Geheimgang ist, sondern etwas... Aha. Was so aussieht wie so ein Bunker. So sieht das jetzt hier momentan aus. Jetzt weiß ich nicht, in welchem Jahr das Ganze hier spielt. Oder aus welchem Jahr das Haus ist. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie so ein Bunker. So, auch wenn ich hier so die Regale sehe.
Okay. Ein Stuhl, zwei Regale. Ja, das nimmt so langsam Form an, das Bild, was ich im Kopf habe. Warum erschreckst du dich? Da kann nichts gewesen sein, Kollege. Okay, dann gucken wir nochmal in die andere Richtung. Und gucken wir, ob wir da irgendwie was finden. Aus der sind wir gekommen, oder? Dort höre ich irgendwas. Mach Licht an, ich sehe nichts. Oh, ich sehe aber auch wirklich gar nichts. Jetzt weiß ich nicht, sind wir von hier gekommen oder sind wir von der anderen Seite gekommen? Müssen wir gleich mal gucken. So, hier haben wir auch wieder Zuleitung. Das eine sieht aus wie Strom, das andere sieht aus wie Wasser. Entschuldigung. Und ich sehe wieder gar nichts. Und hier wird geräumt. Jetzt wird wieder rechts von mir geräumt. Oh, Moment mal. Das ist aber auch das reinste Labyrinth hier unten. Das ist das reinste. Also es ist auf jeden Fall, so wie es ausschaut, hier zum Überleben gedacht worden. Und nicht einfach nur irgendwelche Gänge. So wie das ausschaut. Weil es ist ja schon ordentlich ausgebaut, das Ganze. Mit den ganzen Zuleitungen, gerade was Wasser und so weiter betrifft. Und was Elektrizität betrifft. Hier sieht man überall die ganzen Verteilerkästen. Da ist nur eine Wand. Wieso heißt es da dann rumpeln? Und wenn man sich das hier anguckt, also ich sehe jetzt auch nicht so extrem viel, aber das sieht mir alles schwer nach Verteilerkästen aus. Und nach Stromleitung. So von der Textur her. So, ne? Also in so einem dunklen Ding. So. Eine andere Möglichkeit natürlich, aber das wäre schlichtweg zu einfach, wäre, dass hier unten irgendjemand gelebt hat, der sie umgebracht hat. Aber das wäre einfach zu einfach, als dass das in diese Richtung gehen wird. Na, lass das. So. Und ich laufe mir hier einen Wolf. Ja, das ist ja schön. Kinderlachen. Kann das sein? Ach Mädel, jetzt hast du mich erschreckt. Kann das sein, dass das Haus früher mal ein Kinderheim gewesen ist? Wäre das möglich? Das kennt man ja auch so aus Geschichten, dass dann im Kinderheim, gerade wo Nonnen gewesen sind, dass das so extrem schwieriger war. So. Ja, Fliegen, das ist klar. Ich habe ja die Toiletten schon gesehen. Da wundert mich das nicht wirklich. Na nö. Jetzt hat er rangezoomt. Das sieht auch immer... Wenn ich so die ganzen Toiletten hier sehe, sieht das auch tatsächlich eher danach aus. Wenn ich jetzt das Kinderlachen noch da im Hintergrund habe, was ich da eben gehabt habe, habe ich mich ja immer gefragt, warum das da ist, wo das herkommt. Und wenn ich dann dran denke, das Haus ist in mehrere Trakte unterteilt, das Gebäude steht auf einem recht großen Gelände. Gut, der Friedhof, der würde da jetzt nicht wirklich Sinn ergeben. Nicht unbedingt. Aber, ja, mal weiterschauen. So. Es ist auf jeden Fall, ja, so eine Art Bunkersystem, ja. Ich weiß, jetzt schnappst du wieder hinter mir her. Und jetzt höre ich dich sogar, das ist das Schöne. Na, wenn dann das Licht ausgeht, finde ich das aber nicht so dolle. Der anderen Seite, man kann sich hier natürlich mal ordentlich verlaufen. Ne?
So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, das ist eine Küche. Das ist definitiv eine Küche. Okay. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn das Haus wirklich sehr, sehr alt ist. Das wäre aber dann nicht Anfang des 19. Jahrhunderts. Das müsste dann noch älter sein. Dann gäbe es eventuell noch eine Möglichkeit. Zu Zeiten von Pest und Cholera. Dass man hier solche Menschen, die von irgendwelchen Krankheiten befallen waren, untergebracht hat und eingesperrt hat. Das wäre eine Möglichkeit. Zumal auch, wenn ich hier diesen Vogelkäfig sehe. Das war früher in alten Stollen, hat man tatsächlich Vögel mitgenommen. Und wenn die gestorben sind, wusste man, man musste den Stollen ganz schnell verlassen, weil der Sauerstoff zu gering wurde. Das ist aber tatsächlich schon wesentlich älter, als ich das Haus jetzt vermuten würde. Nur weiter gucken, was wir hier sonst noch sehen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Toilette, eine große. Und wir haben die ganzen Zuleitungsrohre. Wir wissen, hier unten ist eine Küche. Das heißt, hier unten wurde auf jeden Fall in irgendeiner Form gelebt. So, ob das jetzt nun freiwillig war, dass man das als Bunker hatte, um sich davor irgendwas zu schützen, was draußen war, oder ob das unfreiwillig war, dass die Leute hier eingesperrt wurden, das weiß ich nicht. Da kann ich mich echt noch nicht drauf festlegen, das weiß ich nicht. Sind wir hier nicht schon gewesen? Ich könnte mal einen Kompass brauchen, das wäre ganz gut. Dann würde ich hier auch ein bisschen was sehen. Ja, viele Theorien momentan und wenig Antworten. So, was haben wir hier? Bettchen. Ein Bettchen, ein Tisch. Das ist zu wenig Betten. Das sind nur zwei. Wenn da jetzt noch ein Bett steht, sind das gerade mal zwei Betten. Das ist nicht viel. Gut, eine Matratze, okay, ist was Ähnliches wie ein Bett. Was ist das denn hier? Ich würde behaupten, das ist ein Stall. Hallo? Und hier geht wieder einer durch die Gegend. Mal gucken, ob wir ihn nachgehen können. Der ist an mir vorbeigegangen, das habe ich gehört. Und in diese Richtung. So. Okay, so ein Schrank. Ein Stuhl. Ein Schreibtisch. Psychiatrie. Also ich würde jetzt mal sagen, das waren Arzneimittelschränke. Wäre auch eine Möglichkeit. Also ihr seht, es gibt unheimlich viele Interpretationsmöglichkeiten. Und das, was mir jetzt auf dem Schlag einfällt, würde... Naja, Kinderpsychiatrie, aber ich weiß nicht. Nein. Na, mach schon. Ich glaube, ich erzähle gerade ganz viel Mumpitz und ich bin ganz weit weg von dem, was es tatsächlich ist. Also hinter so einer Wand zieht man sich dann halt aus. Ne? Wenn einen der Arzt da untersuchen soll. Ein Schreibtisch, der Stuhl, diese beiden Schränkchen, das würde schon dazu passen. Also zumindest zum Arzt, nicht zwangsläufig zur Psychiatrie halt. Aber nur ein Bettchen, das ist, und eine Matratze, das ist... Gucken wir mal weiter. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung, weil ich weiß nicht, wo ich hier unten bin. Aber ich nehme mal an, dass wir unterm Haus sind. Also unter dem Gelände zumindest.
Das würde ich einfach mal meinen, dass das ganze Gelände eben auch dieses Tunnelsystem drunter hat. Ne, hier sind wir ja hergekommen. Meine ich. So, na komm schon. Dann drehe ich nämlich gleich einfach nochmal um. Und guck mal, ob da hinten noch irgendwo ein Gang abgeht. Ja, ich meine, hier wären wir überall hergekommen. Dann müssen wir doch nochmal umdrehen. Ich habe ja zwei Taschenlampen. Nutzen wir doch mal eine. Also zweimal Batterien. Dann sehen wir doch wesentlich mehr. So, ja, da sind wir hergekommen. Okay. Dann haben wir hier die ganzen... Was ist das denn hier für ein Müll, der hier liegt? Das würde mich auch mal interessieren, aber das kann ich nicht wirklich gut erkennen. So. Gehen wir mal diesen Gang hier weiter. Und, ach so, genau. Gut, dann gehen wir hier weiter. Gucken wir, ob wir hier noch irgendwas sehen. Irgendwas ist... Ach, das Mädel. Jetzt kriege ich wieder einen Schrecken, nicht wahr, Mädel? Oh, nein. Jetzt ist sie wieder weg. Hast du mir was dagelassen? Hast du nicht. Hm. Also ich bin auf jeden Fall in die richtige Richtung, wenn die jetzt hier immer wieder auftaucht. Da ist nur eine Wand, da geht's dann nochmal rum. Okay, dann folgen wir dir mal. Sie will mich offensichtlich führen. Und ich gehe immer noch stark davon aus, dass dieses Mädel Linda ist. Die mich hier offensichtlich irgendwo hinführen möchte. So, das macht es allerdings nicht ganz einfach, wenn die so selten auftaucht. Aber bisher sind wir in die richtige Richtung gelaufen. Und was wir auch schon wieder haben, sind nämlich 20 Minuten rum. Und das heißt, wir hören und stören uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt echt mal mitraten, welche Theorien dazutreffend sind. Ne? Wie logisch meine Theorien sind oder eben auch nicht. So. Entschuldigt. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal gekommen seid und es hat euch gefallen, dann ist Abonnieren eine ganz gute Idee, weil dann kriegt ihr mit, wann die nächste Folge rauskommt. Mhm. Und während jetzt von hinten einer auf mich zuläuft, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Bye-bye.